Der Sturm, der das rheinhessische Framersheim verwüstet, hier ist er im Anmarsch. Voller Sturm, ey. Alter! Komm rein, komm rein! Ein paar Minuten später, Schäden in Millionenhöhe. Das Haus von Helmut Lohleit und seiner Familie hat es besonders schlimm erwischt. Das war ein Szenario, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich wie ein Gefechtsfeuer im Krieg. Man hat Angst, weil man weiß nicht, wo und wie man sich davor schützen könnte. Alles verwüstet nach einem Sturm. Wir hörten dann diesen Sturm. Und dachten, oh, es wird wahrscheinlich vorübergehen. Aber dann kam ein super, super heißer Pfeifton, der circa 10 Sekunden war. Und hörte man auf einmal dann Ziegeln durch die Gegend fliegen und auch gegen unser Haus schlagen. Und dann hörten wir, wie die Steineinschläge zu unserem Haus kamen. Und dann ein riesengroßer Knall. Und dann kam diese ganze Wand, diese 20 Meter Wand, auf unser Haus geschlagen. Das Haus des Nachbarn begräbt das komplette Grundstück. Hätte die Familie in der Küche gesessen, nicht auszudenken. In der Wohnung im ersten Stock die Mieterin, auch sie in Lebensgefahr. Die Mieterin, die saß auf dem Bett und 1,50 Meter vor ihr ist dann diese Wand runtergeknallt und sie wurde auch nicht getroffen. Das Einzige, was eben getroffen wurde, war ihre Katze. Ihre Katze liegt jetzt tot unter den Trümmern. Dass es in Framersheim keine schwer verletzten oder toten Menschen gab, fast ein Wunder. Trümmerteile fliegen durch den ganzen Ort, Szenen wie aus einem Film. Hier ist regelrecht ein Tornado durch. Und zwar hat er, wie Sie sehen, den Balken von der Turnhalle, Luftlinie 6 bis 8 Meter, über dem Nachbar sein Haus, hat er noch beschädigt, hat sich dann gedreht, ist dann hier im Bürgersteig aufgeschlagen. Schräg geht die Wand und ist dann, hat sie nochmal hochgezwirbelt und ist dann hier in mein Auto rein. Ich hatte noch eine halbe Minute vorher, bevor der hier eingeschlagen ist, habe ich hier noch gestanden. Die meisten Hessen erwischt das Unwetter gestern kurz vorm Abendessen. Regen, Sturm, die schwersten Gewitter seit langem. In Fürstenhagen, Hessisch-Lichtenau, schlägt der Blitz ein. 150.000 Euro Schaden. Gott sei Dank keine Verletzten. Die Feuerwehr sieht die Unwetter kommen. Es war um 18 Uhr schon eine erste Unwetterwelle, die in einigen Stadtteilen Dächer abgedeckt hat und Bäume entwurzelt hat. Und um 19 Uhr kam eine zweite Unwetterwelle mit starken Blitzeinschlag hier in der Nähe. Ein Blitzeinschlag, genauso gestern Abend fotografiert wie diese Hagelkornmonster in der Nähe von Viernheim. Massive Schäden in Hessen und im rheinhessischen Framersheim. Aber was war das überhaupt für ein Sturm? Die große Frage ist, war es eine Fallböe oder ein Tornado? Eine Fallböe ist auch ein extrem starker Abwind in diesen heftigen Gewittern, die eben von oben nach unten kommt, aber eben nicht verwirbelt. Ein Tornado ist ein Wirbelwind, der eben auch entsprechend gefährlich und zerstörerisch ist. Der Unterschied ist, bei einem Tornado sieht man später Bäume, die zum Beispiel verdreht sind oder Holzsplitter, die in Wänden stecken. Experten müssen jetzt die Schäden ansehen und auswerten. Wie es für die Betroffenen wie Helmut Lohleit jetzt weitergeht, ist allerdings noch völlig unklar. Meine Kollegin Christine Siepe, die steht jetzt in Framersheim. Christine, wie groß ist denn die Zerstörung um dich herum? Ja, die Zerstörung, das kann ich nicht anders sagen, ist wirklich erschreckend. Denn mittlerweile sind schon 24 Stunden vergangen, seitdem dieser verheerende Sturm hier über Framersheim gewütet hat. Und man sieht hinter mir, es liegt immer noch wahnsinnig viel Schutt herum. Das Dach des Karnevalclubs hier ist komplett fast abgefegt worden. Und ja, alle versuchen gemeinsam, sich zu helfen und hier aufzuräumen. Und wie verheerend das war, sieht man auch hier, der Baumstumpf, der hat es auch nicht ausgehalten. Er ist bestimmt ja, wahnsinnig alt hier, steht schon lange rum. Und auch das Dach der Sporthalle, ein Metalldach muss man sagen, ist hier viele, viele Meter über den Rasen geflogen, hat den Zaun mitgenommen und hat sich wie eine dünne Folie quasi um Bäume gewickelt. Also verheerend war der Sturm, das sieht man hier überall in der Ortschaft. Insgesamt 100 Dächer sind hier abgefegt.
abgedeckt worden durch den Sturm. Und die Trümmerteile liegen nicht nur unmittelbar in den Gebäuden, sondern die sind über dem ganzen Ort verteilt. Wie zum Beispiel hier ein Dach eines Weingutes. Das ist auch ein massives Metalldach, ordentlich schwer. Und das, weiß man mittlerweile, ist 600 Meter weit geflogen. Von einem Weingut, das sieht man von hier aus gar nicht. Und im Dauereinsatz war auch die Feuerwehr hier, unter anderem auch der Wehrleiter der Verbandsgemeinde, Uwe König. Herr König, Sie kennen ja wahrscheinlich viele verheerende Bilder von Ihrem Beruf, sehen Sie einiges. Rechnet man denn überhaupt mit Schäden wie diesen? Nein, sowas können wir auch als Feuerwehr gar nicht vorhersehen. Wir schulen zwar immer unsere Kameraden und Kameradinnen, dass sie für solche Einsätze gerüstet sind, aber trotz alledem, das ist nur blanke Theorie. Wenn wir Feuerwehrleute zu solch einem Einsatz gerufen werden, ist das immer wieder etwas Neues. Und es ist tagtäglich eine Herausforderung, wie sich auch hier wieder gezeigt hat. Vielen Dank. Die Aufräumarbeiten werden bestimmt noch einige Tage dauern nach ersten Einschätzungen. Und ja, viele Gemeinden haben aber schon ihre Hilfe und Manpower angeboten. Das war live aus Framersheim, Christine Siepe.